Hallo und willkommen bei der zweiten Minisode zu To the Moon. Und wie wir sehen, mit Scheibenwischer, wie schön, haben die Demonstranten noch nicht aufgegeben. Immerhin fangen sie an, das Gelände zu verlassen. Ich schätze, die Reinigung wird bis nach unserem Urlaub warten müssen. Wir sollten den externen Fruchtsammler einsatzbereit machen. Die Kühlung durch den Schnee hält sie sogar frisch. Zieh dir das rein. Wir sind drinnen und der Kühlschrank ist überall dort draußen. Genialer Gedanke, oder? Sicher, bist ein schlaues Köpfchen. Wusste ich's doch. Ich frage mich, ob die anderen heute früher fahren. Die Straße ist ja nun frei. Tja, warum auch nicht? Kaum zu glauben, dass wir wegen der vielen Aufträge unserer Weihnachtsfeier so weit nach hinten verschieben mussten. Brichst du heute auch früher auf? Ja, warum nicht? Ich verbringe den Abend mit der Familie meiner Schwester. Sie leben hier ganz in der Nähe. Mit ihrem kleinen Blag, was? Ja, aber ihr kleines Blag hat mir ein besseres Weihnachtsgeschenk gemacht als du. Hey, immerhin habe ich versucht, für meinen Partner etwas zu besorgen. Im Gegensatz zu einer gewissen anderen Person. Glaubst auch nur du. Was ist das? Es ist ein Hintergrundgeräuschrekorder. Ach! Er spielt verschiedene beruhigende Hintergrundgeräusche ab, wie zum Beispiel Meeresrauschen oder das Zirpen von Grillen. Hör dir das mal an. Wie schön. Hört sich an wie etwas, das mein Handy auch könnte. Ach ja, mit diesem Gerät kannst du auch eigene Aufnahmen machen und sie in einer Endlosschleife abspielen. Könnte er damit auch wieder Sachen aus Erinnerungen rausschneiden? Einfach Rec drücken und du kannst dir deinen eigenen Hintergrundsound für die Arbeit erstellen. Ich wiederhole. Handy? Sieht so aus, als wären wir beide nicht besonders gut im Schenken. Hey, ich nehm's trotzdem. Vielleicht nehme ich auf, wie Rob eine Standpauke bekommt und nehme das zum Einschlafen oder so. Ja. Wie dem auch sei, wie steht's mit dir? Hast du schon was vor? Also... Ohoho, komm her, du Hengst, was? Was geht denn da los ab? Och Gott. Ist das der Wein oder wirst du mit jedem Tag noch attraktiver? Meine Liebe, ich bin nüchtern wie am ersten Tag und du bist immer noch so heiß wie die Sonne. Wenn ich dir in die Augen schaue, ist mir, als würde ich sanftes Meeresrauschen hören. Oh, du freches kleines Luder. Wenn mein Rücken nicht wäre, würde ich auf der Stelle... Leute. Hey. Hey. Es schneit draußen. Ja, schon den ganzen Tag. Tomaten oder was? Okay, für heute ist es wohl genug. Yep. Ich mach mich auf den Weg. Tu das. Dann machen wir uns auf den Weg. Kann ich noch was mit Neil machen? Hm? Oh, hey, danke für den Rekorder und so. Meine Güte, jetzt sei jetzt nicht zu dankbar. Was hat sie eigentlich an? Das sieht aus wie ein Bademantel. Ach, das ist ihr normaler Kittel. Sieht aus wie ein Bademantel. Wir sollten die Tür öffnen. Hätte was für sich. Was ist das? Was macht er? Ruft er wen an? Hallo? Wer ist da? Hallo.
Wen auch immer unser lieber Freund Watson da angerufen hat. Mysteriös. Nehmen wir mal den Aufzug. Gehe zu Büroräume. Ach. Hey, Eva. Hey, Eddie, wie geht... Nein, 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 Tür. Ups, sorry. Was soll's, kein Problem. Hey, kannst du den Aufzugsknopf für mich drücken? Warum hast du nicht... Hast du ihn nicht gerade erst gedrückt? Ja, aber der Aufzug scheint immer sofort... Ja, aber der Aufzug scheint immer sofort da zu sein, wenn du ihn drückst. Das ist albern. Es ist nur Glück. Komm schon, versuch's einfach mal. Okay. Was zum... Danke! Schön. Hier konnten wir eh nichts machen. Gehen wir mal in unser Büro. Ach, schau mal an. Ist das nicht Roxanne? Alles in Ordnung, Roxy? Oh, hey ho, Eva. Ja, ich warte nur auf Rob. Sein Auto ist in der Werkstatt, also machen wir eine Fahrgemeinschaft. Hey, Rob, bist du soweit? Nur eine Minute noch. Wie auch immer, was machst du nachher? Nicht viel. Ich fahre nur nach Hause zum Abendessen mit der Familie meiner Schwester. Wir haben immer ein gemeinsames Weihnachtsessen und sie warten auf mich. Wow, nett von Ihnen. Wäre ich anwesend, hätte der Truthahn keine Schonzeit. Glaube ich gern. Und, hast du irgendwelche Pläne für heute Abend? Naja, ich treffe nachher ein paar Freunde, was auch immer. Aber zuerst habe ich ein Date mit einer guten alten Couch und einer Packung Eiscreme. Ich werde mir die komplette Packung schnappen und sie ausleeren. Und dann werde ich löffeln. Klingt nach einem guten Plan. Yep, yep. Süß. Dass sie die ganze Zeit die Tür offen stehen lässt. Schau mal an. Ach, die Sachen... Du hast dein Tagebuch schon wieder offen liegen. Mist, nicht schon wieder. Und die Tür war auch offen. Ich sollte es endlich wegschließen. Bei so Leuten wie Watson, die hier rumlaufen. Ach, schau mal an. Jetzt steht da Rob. Hi, Rob. Ich bin abreisefertig, aber nun hat Dr. Winters noch was vergessen. Bist du soweit? Gleich. Ach, ihr seid mir zwei. Was ist denn das? Hat er da sein eigenes Weinregal? Ah, sorry. Mehrere Flaschen selbstgemachten Ketchups. Ich dachte, das ist ein Witz. Was? Hat er die Tomaten aufgesammelt oder was? Schön. Aber hier ist sonst nichts zu machen. Aber wir können die Tür aufmachen. Und nicht nur stupide gegen die Tür laufen. So. Gehe zu Eingangshalle. Eva wegen vorhin. Hey, mach dir keine Gedanken darüber. Nein, Mädchen, du verstehst nicht. Manchmal, wenn ein Mann eine Frau ganz doll lieb hat... Ach du, mal wieder. Was? Mir ist gerade aufgefallen, dass wir, glaube ich, noch nicht im... Ich habe schon... Och Mann, ich glaube, wir waren noch nicht im Aufenthaltsraum. Egal. Ach, du gehst? Hat sie doch gerade eben gesagt. Du bist noch hier? Jupp, ich bleibe über Nacht. Moment mal, was? Alle gehen nach Hause. Was soll ich sagen? Ich bin halt ein harthabender, genau. Ein hartabend... Ich kann das einfach... Also, das kann mein Gehirn nicht verarbeiten, dass er so hart arbeitend ist. Ich bin halt ein hart arbeitender Samariter. Aus dem Weg! Neil? Bob? Ich heiße Robert. Rob? Wie auch immer. Einen schönen Abend bei deiner Schwester, Eva.
Du willst wirklich deine erste freie Zeit seit Monaten in der Firma verbringen? Jupp. Die komplette Villa für mich allein? Her damit. Na gut, wie du meinst. Hey, wenn du möchtest. Vergiss es. Ach, wollte sie ihn gerade einladen? Wie süß. Mal schauen, bei wem wir jetzt sind. Ach. Eva? Hey, Schwesterherz, ich bin auf dem Weg. Ach. Was hat Watson vor? Ja, da ist er. Er ist dort ganz allein? Ist heute nicht wie Weihnachten für euch? Ja, schon. Ich weiß auch nicht, was er da treibt. Süße, du solltest ihn zum Abendessen einladen. Was? Sei nicht albern. Du denkst da zu viel hinein, Dummerchen. Da steckt nicht mehr dahinter. Einfach nur als Gefallen für einen Kollegen, weißt du? Ich kenne ihn. Er würde die Einladung nicht annehmen. Wie dem auch sei, deck schon mal den Tisch, ja? Ich werde bald da sein. Okay, Süße, bis gleich dann. Eva, was war das? Alles in Ordnung, Süße? Bist du noch da, Eva? What the fuck? Eva, hörst du mich? Ja, ich bin gleich da. Okay, Süße, bis gleich dann. Der vor. Komm schon, aller guter Dinge sind 30. Ob er sich in seine eigenen Und der Moment der Wahrheit. Anomalität im Stromkreislauf festgestellt. Hauptstromversorgung unterbrochen. Was zum... Oh, Mann. Wie kann das... Ich sollte ins Untergeschoss gehen und den Schalter zurücksetzen, bevor jemand was mitkriegt. Wenigstens läuft der Aufzug mit Notstrom. Vom Eingangsbereich aus komme ich ins Untergeschoss. Ja, bei Stromausfall in den Keller zu gehen, ist immer eine ganz tolle Idee. Vor allem, wenn die Musik so gruselig wird. Könntest du auch einfach die Tür abschließen. Er lässt deinen Scheiß wenigstens nicht offen rum, wie Eva. Dann gehen wir mal. Geh zur Eingangshalle. Ah, da geht's lang. Okay. Was ist denn das? Ach, wie lustig. Hm.
Für ein Hightech-Unternehmen ist die Stromversorgung ganz schön unzuverlässig. Zugangsprofil geladen, Dr. Neil Watts. Warum wird's hier die ganze Zeit immer rot? Erinnert irgendwie ein bisschen ans Ende von To the Moon. Und meine Vermutung am Ende von To the Moon. Zugriffszeitpunkt 19.47 Uhr. Also gut, als erstes starten wir dich mal neu. Stromversorgungsstatus, Wiederinbetriebnahme wird eingeleitet. Und nun schauen wir mal nach, was passiert ist. Sieht ja fast so aus, als hätte jemand den Generator manuell heruntergefahren. Zugriffsdaten werden geladen. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht richtig sein. Muss ein Fehler im System sein. Wer ist da? Ach, wie süß. Was? Mit der Leertaste. Okay, gucken wir mal. Ist hier wer? Ich habe einen Mob. Ich habe einen Mob und werde ihn auch einsetzen. Oh. Da sind Fußspuren. Wer? Die Tür war doch verschlossen. Was? Achso. Bist du... da bist du all... Ups. Stromversorgung wiederhergestellt. Hilft das Handtuch, Süße? Ja, es hilft. Ach, die Musik. Die Musik ist ja geil. Danke. Welche Affe hat dich denn gebissen? Keiner schlägt meine Schwester. Mensch, es war ein Unfall, okay? Dein Gesicht war ein Unfall. Machst du den ganzen Tag nichts anderes, als den Besen zu schwingen? Hey, ich war im Raubtiermodus und da erscheint sie plötzlich in meinem Revier. Was kann ich dafür, dass ich mit solch ultraschnellen Reflexen geboren wurde? Warum seid ihr überhaupt alle hergekommen? Musst du gerade fragen, seinen Urlaub allein im Büro verbringen? Wer macht denn sowas? Es war ihre Idee. Ja, verflick's nochmal. Ich sehe mir nicht an, wie der Partner meiner Schwester in so einer Nacht alleine vor sich hinschmollt. Ich hab nicht geschmollt. Du hältst einfach mal die Klappe und hörst zu. Eva hat einige gute Freunde eingeladen und wir werden alle zusammen ein schönes Abendessen veranstalten. Und du wirst jeden Augenblick genießen. Wow, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Oh, die Musik ist gerade so schön. Auch wenn es draußen... Oh. Darf ich das Geschenk öffnen, Papi? Darf ich? Fragt Tante Eva, es gehört nicht uns. Auch wenn ich das gerade, naja, fast im Sommer spiele. Ach, ist trotzdem schön. Hey, was ist in dem Paket? Wir wissen es nicht. Echt nicht? Ja, wenn ich darüber nachdenke, lagen hier letztes Jahr genau die gleichen Geschenkpakete. Da war wohl jemand zu faul, neue Geschenke zu zeichnen. Und, können wir sie aufmachen? Nein, ich weiß nicht, wem sie gehören. Also, bleiben sie einfach hier? Yep, tun sie. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Süß. Mensch, Neil, wir sind gerade erst angekommen und Tracy ist jetzt schon stinksauer auf dich. Berufsrisiko, lass dich nicht ändern. Ja, es ist gefährlich hier. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was du mit einem Mob anstellen würdest. Aus versicherungstechnischen Gründen darf ich keinen führen. Na, na, Süße. Es ist nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Was war das? Warum ist er immer noch hier? Husch, husch. Hey, tut mir leid wegen deinem Gesicht. Sprich mich nicht an. Ach, Eva, es war das weiche Ende des Besens. Also genau genommen sollte ich dir eine Gesichtsmassage berechnen. Geh einfach weg.
Hey, sprich mich nicht an. Hey, ach schade. Ach, können wir das Wasserböttchen nicht aus der ersten Minisode. Tschüss, Leute. Roxy. Oh, hey ho. Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Aber als ich mich gerade gemütlich auf die Couch geschmissen habe, hat Eva angerufen und nach einem Taxiservice gefragt. Was? Aber sie ist doch schon hier. Hallo, Tommy? Wie kommst du denn hier? Was zum... Hallo, Onkel Neil. Das letzte Mal, als ihr zwei vorbeigekommen seid, habt ihr mich Affengesicht genannt. Das war Tommy, er ist gemein. Bläh, bläh. Wow, das Kind wird mal ein echter Satansbraten. Sorry, Lilly. Lang nicht gesehen, Neil. Stimmt. Eva hat euch einfach aus eurem liebevollen Zuhause gescheucht, hm? Oh, wir kommen gern vorbei. Die Kinder haben sich zu Hause ohnehin gelangweilt. Bla 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 bla, lass uns drinnen weiterreden. Sonst verpassen wir noch das Abendessen. Oh ja, ich sollte mal die anderen begrüßen. Ach, wie schön. Und das Schnabeltier ist auch dabei. Hey! Entscheide dich für mich. Ich will zurück. Mann. Oh, wie süß. Was ist das? Ein Biber? Das ist ein Schnabli. Es gehört nicht mir, aber Mama hat gesagt, ich darf darauf aufpassen. Ich beschütze es vor allem Bösen. Darf ich es mal ansehen? Bist du böse? Nicht wirklich. Hm, okay, du darfst Schnabli für 5 Minuten haben. Ach, wie süß. Juhu, Schnabli mag dich. Woran siehst du das? Weil es nicht versucht abzuhauen. Woran sonst? Ach, wie süß. Ach, das hat mir. Ich will zu Lilly. Tommy, hast du irgendwelche Probleme? Geht es dir gut, Junge? Danke, dass ihr uns eingeladen habt, Eva. Hey, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Überhaupt nicht. Es ist schön, die beiden Racker mal etwas aus dem Haus zu kriegen. Johnnys Haus hat eine tolle Aussicht, aber es ist ein wenig zu abgelegen für die Kinder, um es dort auszuhalten. Sie können draußen wunderbar spielen, aber ich habe immer Angst, dass sie stolpern und die Klippe hinunterstürzen. Mach doch einen Zaun dran. Ja, das wäre nicht so gut. Hallo ihr. Hey, danke, dass du Lilly und die Kinder hergebracht hast. Kein Thema, solange du deinen Teil der Abmachung einhältst. Ja, ich hab's verstanden. Das meine ich ernst. Zwei Eimer voll Eiscreme, darunter läuft's nicht. Ja, Roxy, versprochen. Ich spreche hier von extra großen Portionen mit 2 X vor dem L. Und wenn ich Eimer sage, meine ich auch Eimer. Wenn ich damit fertig bin, will ich die als Mülleimer benutzen können. Ja, ich... Wo gehst du einkaufen? Das will ich auch... Das würde ich auch gern wissen. Vor allem will ich wissen, warum der kleine Tommy sich so retarded im Kreis dreht. Hey, bist du eine echte Doktorin? Wie meinst du das? So von wegen, machst du Operationen und so? Nein. Dann bist du keine echte Doktorin. Hörst du Dr. Dre? Nein. Ich auch nicht. Aber Neil sagt, Dre ist kein echter Doktor. Und trotzdem bekommt trotzdem fett Respekt. Also halt dich zurück. Ja, genau. Genau. Hey Jamie, was machst du mit dem Plüschtier? Werd jetzt nicht zum Weichei so. Ich hol mir gleich eine Bratpfanne und hau die auf den Kopf, Junge. Chill mal, Papa ist nur Schlabli. Ich hau dir gleich den Baum auf den Kopf. Geht es dir besser? Ich werde es überleben. Also Süße, du solltest mal öfter vorbeikommen. Wir sehen uns kaum noch. Naja, der Winter ist bei uns die anstrengendste Jahreszeit. Hoffentlich haben wir bald mal eine Auszeit. Überarbeite dich nicht. Du weißt, dass ich immer da für dich da bin, wenn du mich brauchst.
Ach, wie schön. Aber vielleicht sollten wir doch mal nach Neil gucken. Nachher macht er wieder böse Dinge. Oh. Hey, hat jemand Neil gesehen? Er ist uns im Flur entgegengekommen, aber er ist uns nicht nach drinnen gefolgt. Sieht so aus, als wäre er aus irgendeinem Grund wieder nach unten gefahren. Ist er abgehauen? Ich frage mich, wo der hin ist. Vielleicht ist er hier unten. Nee. Zugangsprofil geladen, Dr. Eva Rosalind. Schade. Aber sind das Lampen? Die irritieren mich schon die ganze Zeit so. So. Oder können wir raus? Tatsache. Versucht er wieder anzurufen? Hallo? Wer ist da? Wer ist am Apparat? Sohn? Bist du das, Neil? Oh. Warum sprichst du nicht mit ihnen? Haben sie etwas falsch gemacht? Nein, es ist nicht ihre Schuld. Warum bist du wieder hergekommen? Das habe ich dir bereits gesagt. Es war die Idee meiner Schwester. Du hättest es ihr ausreden können. Was? Sieh mal, danke, dass du zurückgekommen bist und diese Leute eingeladen hast und all das. Aber mach sowas bitte nicht nochmal. Was genau meinst du? Wo gehst du hin? Nach Hause. Ich habe einiges zu erledigen. Was zum Teufel ist los mit dir? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber heilige Ananas nochmal, bleib locker. Diese Leute sind den weiten Weg hergekommen, um den Abend mit dir zu verbringen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen zusammen zu Abend gegessen? Meine Schwester hat ihre Familie hergebracht, damit du nicht allein sein musst. Sogar Lilly und ihre Kinder sind gekommen. Du erinnerst dich noch an sie, oder? Du hast sogar dieses dumme Spiel über den Fall programmiert. Was wirst du tun, wenn du zu Hause bist? Dir eine Fertigpizza in den Ofen schieben? Entspann dich mal für einen Abend, meine Güte. Wie auch immer, ich werde hier nicht weiter in der Kälte stehen und dir eine Predigt halten. Mach, was du willst, ich gehe rein. Aber oben ist ein Platz für dich reserviert, egal ob du kommst oder nicht. Oh. Schau mal. Und das war wohl die zweite Minisode, ja, von To the Moon. Ach, schön. Schön. Einfach nur schön. Da kann man kaum was anderes sagen. Aber ich bin immer noch sehr, sehr verwirrt, was das alles mit Neil auf sich hat, was er davor hat, was er tut. Ich hoffe, das erfahren wir in der zweiten, im zweiten To the Moon, was wahrscheinlich anders heißen wird, aber es ist ja der zweite Teil. Also im zweiten Teil. Und ich frage mich ja immer noch, ob wir uns während To the Moon in Nils Erinnerungen befunden haben. Und ob wir uns hier auch noch in Nils Erinnerungen befinden. Oder ob er versucht, wieder rein. Ich weiß es nicht. Also, es irritiert mich im Moment sehr. Und er nimmt gerade auf. Er nimmt gerade auf. Sehr mysteriös. Also, ich weiß auch nicht so genau, was ich davon halten soll. ich glaube, da müssen wir auch bis zur nächsten.
Episode eine Nachricht? Oh, ja. Ich denke, wir werden das erst im zweiten To the Moon, im zweiten Teil herausfinden. Ja, gerne hier spenden. Ach. Sorry, ich bin gerade ein bisschen raus. Okay, das war die zweite Minisode von To the Moon. Wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Freebird Games Spiel wieder oder in einem anderen Let's Play. Und bis dahin sage ich Tschüss!